Die Zeit geht nie vorbei. Gemeinsam sind wir stark. Entschuldigung, kennen Sie meine Mutter Marita Larsen aus dem Vierten? Was? Marita Larsen, die hat hier mal gewohnt im vierten Stock. Kennen Sie die? Nee. Larsen? Larsen? Nee, keine Ahnung. Ja, eine alte Frau ist doch kein Dezoch. Hallo Mama. 0-0, noch gegen Argentinien. Noch ist das Spiel offen. Wir sind gespannt. Willst du Ravioli? Nee, danke, nicht zum Frühstück. Ich mag das. Ist Jürgen, kennst du noch was? Jürgen, bist du? Kick Fußball, willst du mal Hallo sagen? Mann, Christine, ey, das ist ja ein Ding. Hättest du mal vorher angerufen, war hätte ich ein bisschen aufgeräumt. Was machst du denn so? Na, jetzt lass doch nicht alt aus der Nase ziehen. Kann ich dir sonst irgendwie helfen? Warum warst du so eine beschissene Mutter? Ich würde einfach nur verstehen. War halt meine Schuld? War ich zu anstrengend, zu laut, zu leise? Keine Ahnung. Nee, das ist halt dumm gelaufen damals. Dumm gelaufen? Ey, du hast mich ins Heim abgeschoben. Mann, du bist meine Mutter. Ich will einfach nur wissen, ob du verkackt hast, Mama. Warum? Ich hab doch nichts dafür, dass es nicht so gelaufen ist, wie Madame sich das hier vorgestellt hat. Ja, hallo. Klacke. Der Wagen ist fertig. Ja. Kannst abholen dann, ne? Schlafstoff hier, mein Regal auf, morgen schmeiß ich raus, verschwöre ich dir.